Willst du wissen, welches der beste Arzt der Welt ist? Der Arzt, der fast jede Krankheit heilen kann? Der Arzt, der immer das richtige Rezept für dich wählt? Es ist dein eigener Körper. Dein eigener Körper verfügt über enorme Selbstheilungskräfte und dein eigener Körper kann genauso, wie er sich Krankheiten einfängt, die Heilung zurückholen. Nur musst du wissen, wie du dieses Selbstheilungsprogramm aktivierst und in die Gänge bringst. Und genau das erfährst du in dieser Meditation. Wir werden eine Reise unternehmen, eine Reise zur Quelle deiner eigenen Gesundheit. Und du wirst ein wunderbares Gefühl erfahren. Das Gefühl, gesund zu sein, lebendig zu sein, bei ganzer Kraft und in deiner Mitte zu sein. Mein Name ist Martin Wehle und ich begleite dich auf dieser wunderbaren Reise. Such dir jetzt eine ganz entspannte Position und beobachte, wie du einatmest und ausatmest. Einatmest und ausatmest. Einatmest und ausatmest. Beobachte, wie dein Atem ganz von alleine fließt. Bestimmt empfindest du das als sehr erleichternd. Du musst nichts tun, du wirst geatmet. Und mit jedem Atemzug, den du nimmst, mit jedem Atmen, wirst du noch etwas ruhiger und entspannter. Du atmest ein und spürst dich selbst. Und du atmest aus und lässt alles los. Und je tiefer du atmest, desto tiefer entspannst du. Desto mehr fällt von dir ab. Und wenn du jetzt die Augen schließt, dann fühlt es sich an, als wärst du in einem eigenen Universum angelangt. Alles andere, was dich sonst bewegt, muss draußen bleiben. Du bist ganz bei dir, ganz bei deinem Atem, ganz in deiner Mitte. Und jetzt lenkst du deine Aufmerksamkeit in dein rechtes Bein. Spür einmal, wie dieses rechte Bein immer schwerer und wärmer, wärmer und schwerer wird. Achte genau darauf, wie sich diese Wärme und Schwere vom Oberschenkel in die Wade ausbreitet und von der Wade bis in die Zehenspitzen. Dein rechtes Bein schwerer und schwerer. Und wenn du zu deinem linken Bein hinüberwandest, wirst du merken, dass sich auch hier die Schwere langsam ausbreitet. Achte genau darauf, wie die Wärme und Schwere sich vom linken Oberschenkel über das Knie und die Wade ausbreitet
und wie sie deinen Fuß mitsamt der Zehenspitzen erfasst. Deine beiden Beine werden immer wärmer und schwerer, schwerer und wärmer. Und vielleicht empfindest du es sehr angenehm, dass du so fest mit dem Untergrund verbunden bist. So fest, als wollten deine Beine einsinken. Nun lenke deine Konzentration auf deinen rechten Arm. Spüre genau, wie sich eine kribbelnde Wärme in ihm ausbreitet, wie diese Wärme deinen rechten Arm schwer macht, wie sie sich arbeitet vom Oberarm über den Ellbogen bis vor in die Fingerspitzen deiner rechten Hand. Es fühlt sich an, als würde deine rechte Hand von einem Magneten nach unten gezogen. Es ist eine so angenehme Erdhaftung. Und wenn du dieses Gefühl genau beobachtest, wirst du feststellen, dass du immer entspannter und entspannter wirst. Achte jetzt einmal darauf, was in deinem linken Arm passiert. Auch hier breitet sich diese angenehme Schwere und Wärme aus. Auch hier wandert sie vom Oberarm über den Ellbogen und den Unterarm bis in deine Fingerspitzen. Vielleicht kommt es dir vor, als würde der ganze Arm mit einer warmen, schweren Flüssigkeit gefüllt. Und du spürst diese angenehme Schwere. Und die Entspannung breitet sich immer mehr in deinem Körper aus. Sie breitet sich wellenförmig aus, als würde eine warme Flüssigkeit sich nach und nach von den Beinen und den Armen über den ganzen Körper verteilen. Achte einmal darauf, wie deine Schultern und deine Arme jetzt immer lockerer und entspannter werden. Wie deine rechte Schulter sich vollkommen löst. Wie sie warm wird und schwer wird, als wäre sie mit dieser angenehmen Flüssigkeit gefüllt. Und das Gleiche kannst du auf der linken Seite bei deiner linken Schulter beobachten. Auch sie wird ganz, ganz schwer und beginnt zu fließen. Und auch sie lässt jede Anspannung los. Und wenn du jetzt auf deinen Kopf achtest, auf deine Stirn, dann wirst du feststellen, dass diese Welle der vollkommenen Entspannung, diese warme, schwere Welle, schon längst, längst hier angekommen ist.
denn deine Stirn, die ist so entspannt, so warm, als wäre sie flüssig. Und wenn du jetzt auf deine Augen achtest, dann wird dir ebenfalls auffallen, dass deine Augenmuskulatur sich vollständig entspannt hat, dass alles in dir zu fließen scheint. Du bist vollkommen entspannt. Und je genauer du in deinen Körper horchst, desto mehr Entspannung findest du. Desto mehr Wärme und desto mehr angenehme Schwere. Und derweil beobachtest du, wie du nach wie vor einatmest und ausatmest. Einatmest und ausatmest. Mit jedem Atemzug breitet sich ein größerer Friede in dir aus. Eine wunderbare Gewissheit, dass du gar nichts tun musst, sondern dass du ganz von allein beatmet wirst, ganz von allein von der Welt versorgt wirst. Und genau so ist es auch mit deiner Gesundheit. Alle Gesundheit der Welt steht dir zur Verfügung. Du hast das beste Heilprogramm, das man sich wünschen kann. Und jetzt erfährst du, wie du es aktivieren und nutzen kannst. Folge mir in Gedanken dabei in ein Tal. Stell dir eine wunderbare, bergige Landschaft vor. Stell dir vor, dass ganz unten im Tal eine Quelle silbern funkelt. Und stell dir nun vor, dass es einen gesicherten Abstieg gibt, eine Art Treppe, die hinab zu dieser Quelle führt. Und du weißt genau, um welche Quelle es sich handelt. Es ist die Quelle deiner ganz persönlichen Gesundheit. Diese Quelle sprudelt so hell und so klar und ohne Ende. Nur bist du manchmal, zum Beispiel auch jetzt, von dieser Quelle ein bisschen zu weit entfernt. Und alles, was du tun musst, um wieder vollständige Gesundheit zu tanken. Alles besteht darin, dass du hinab zu dieser Quelle steigst und diese Quelle für dich nutzt. Und diese Treppe hat 5 Abschnitte, die sich nach unten bewegen in Kreisen. Und jetzt stell dir vor, du gehst den ersten Abschnitt hinab und du wirst mit jedem Abschnitt noch ruhiger, noch entspannter.
und noch zuversichtlicher, dass du deine Gesundheit wunderbar erhalten kannst. Geh jetzt den ersten Abschnitt und spüre, wie sich die Gesundheit in dir schon regt, wie sich Anteile in dir, die gesund sind, die sich wohlfühlen, die sich voller Energie fühlen, wie sich diese Anteile regen. Und nun geh den zweiten Abschnitt und spüre, wie in dir selbst eine wunderbare Zuversicht sich ausbreitet. Die Zuversicht, dass du gesunden wirst oder gesund bleiben wirst. Die Zuversicht, dass du dein eigenes Heilprogramm besitzt. Und nun geh den dritten Abschnitt und stell dir einmal vor, du hättest jedes gesundheitliche Problem schon überwunden. Stell dir die Bilder vor, wie du komplett gesund, komplett unbeschwert und frei bist. Mal dir das ganz genau aus. Abschnitt 4. Stell dir jetzt vor, wie das silberne Funkeln der Quelle dort unten im Tal, wie dieses silberne Funkeln auf dich übergeht und wie du selbst in diesem etwas schattigen Tal zu leuchten beginnst, zu allen Seiten, als wärest du ein Diamant und so unverletzbar wie er. Und nun gehst du noch den letzten, den fünften Abschnitt und du gehst diesen Abschnitt in der Gewissheit, dass du alles in dir hast, um eine vollkommene Gesundheit zu erlangen. Du gehst in der Gewissheit, dass du selbst genau spürst, was gut für dich ist, und dass du selbst, wenn du diesem Gespür folgst, große, große Chancen hast, etwas sehr Positives für deine Gesundheit zu tun. Und jetzt bist du unten in diesem wunderschönen Tal. Und jetzt hörst du, wie die Quelle deiner Gesundheit sprudelt. Und jetzt bist du unglaublich neugierig, was passieren wird. Wirst du sofort eine Besserung verspüren? Wirst du sofort Kräfte verspüren, an die du manchmal nicht mehr geglaubt hast? Was wird passieren, wenn du diese Quelle für deine Zwecke nutzt, die Quelle deiner ganz persönlichen Gesundheit? Gleich wirst du das ausprobieren. Und gleich wirst du einen wunderbaren Effekt verspüren. Doch vorher bekommst du die Chance, dass du deinen Geist auf Gesundheit programmierst.
Ein solches Programm hilft dir sehr dabei, die Quelle deiner Gesundheit optimal zu nutzen. Denn alles, was du denkst, materialisiert sich. Wenn du viel nachdenkst über Gesundheit, wenn du viel nachdenkst über Positives, dann ziehst du mehr Gesundheit und dann ziehst du mehr Positives in dein Leben. Hör die folgenden Affirmationen an, sprich sie in Gedanken mit und beobachte ganz genau, wie sie dich stärken. Mein Körper ist ein Wunder der Natur. Mein Körper verfügt über ein eigenes Heilprogramm. Ständig erneuern sich meine Zellen. Ständig erneuern sich meine Gedanken. Mein Körper stellt sich wieder her. Mein Körper heilt jeden Schnitt im Finger. Meine Haut erneuert sich. Meine Haare erneuern sich. Meine Gesundheit erneuert sich. Alles an mir erneuert sich. Mein Körper schüttelt jede Erkältung ab. Mein Immunsystem ist mein persönlicher Leibwächter. Mein Immunsystem wehrt Angriffe zuverlässig ab. Ich bin beschützt, egal was kommt. Ich werde geheilt, egal was kommt. Und je mehr ich an meine Heilung glaube, desto heiler werde ich. Meine Gedanken sind die beste Medizin der Welt. Ich bin so gesund, wie ich es glaube. Ich bin so gesund, wie ich es brauche. Meine Gedanken können meinen Körper heilen. Meine Gedanken können meine Seele heilen. Meine Gedanken können mir vollkommenen Frieden schenken. Ich lebe in Frieden mit meinem Körper. Ich lebe in Frieden mit meiner Vergangenheit. Ich lebe in Frieden mit meiner Zukunft. Ich gebe mich ganz der Gegenwart hin. Ich bin der Moment. Ich bin das Glück. Ich bin Gesundheit von Kopf bis Fuß. Ich bin Gesundheit von Kopf bis Fuß. Ich bin Gesundheit von Kopf bis Fuß. Ich bin ein Wunder auf zwei Beinen. Ich genieße es, der Mensch zu sein, der ich bin. Ich mag mein Leben. Ich mag meine Freunde. Ich mag mich selbst. Ich schaue mich gern im Spiegel an. In meinen Augen spiegelt sich die Sonne. In meinen Augen spiegelt sich das Glück.
In meinen Augen spiegelt sich die Welt. Mein Leben ist das kostbarste Geschenk von allen. Mein Leben ist ein Geschenk, das aus ganz vielen Tagen besteht. Jeden neuen Morgen genieße ich als Geschenk. Jeden neuen Tag genieße ich als Geschenk. Jede Sekunde, jede einzelne genieße ich als Geschenk. Ich bin dankbar. Ich bin mutig. Ich bin demütig. Demut ist eine Form des Mutes, die meiner Seele gut tut. Ich habe eine gesunde Haltung zum Leben, deshalb stärkt das Leben meine Gesundheit. Meine Gesundheit ist stark wie ein Gebirge. Meine Gesundheit ist durch nichts zu erschüttern. Alles prallt ab an meiner Gesundheit. Ganz egal, womit ich kämpfe, ich werde diesen Kampf gewinnen. Mein Körper ist mein Leibwächter. Mein Körper passt auf mich auf. Meine Gedanken behüten mich. Meine Gedanken passen auf mich. Ich bin stark. Ich bin behütet. Ich bin in vollkommener Sicherheit. Das Leben passt auf mich. Das Universum behütet mich wie einen Schatz. Meine Gesundheit ist ein Schatz. Mein Leben ist ein Schatz. Ich bin ein Schatz, ein kostbarer Schatz. Und diesen Schatz weiß ich zu schätzen. Ich bin reich beschenkt mit Gesundheit und auch sonst. Ich bin reich beschenkt mit Gesundheit und auch sonst. Ich bin reich beschenkt mit Gesundheit und auch sonst. Ich habe es verdient, erfolgreich zu sein. Ich habe es verdient, glücklich zu sein. Ich habe es verdient, gesund zu sein. Ich bin ein Glückskind. Ich bin ein Liebling der Götter. Ich bin am Leben. Und weil ich am Leben bin, ist das Leben in mir. Ich bestehe aus Leben. Das Leben fließt durch meine Adern. Das Leben denkt in meinem Gehirn. Das Leben pulsiert in meinem Herzen. Das Leben erfüllt mich vom Scheitel bis zur Sohle. Ich bin das Leben. Ich bin die Ewigkeit. Ich bin pure Energie. Ich bin mehr als mein Körper. Ich bin mehr als mein Geist. Ich bin ewiges Bewusstsein. Ich bin Heilung. Ich bin Gesundheit. Ich bin Teil dieser großen, dieser ewigen Welt. Ich bin Teil des Himmels.
Ich bin Teil der Meere. Ich bin Teil des Windes. Und der Gedanke, ein Teil der Welt zu sein, erfüllt mich mit einer unendlichen Kraft. Ich spüre etwas Unvergängliches in mir. Ich spüre, dass ich auf der sicheren Seite bin. Ich spüre, dass ich gesund sein kann. Ich spüre, dass ich mich selber heilen kann. Ich spüre, dass alle Gesundheit der Welt in mir ist. Und ich weiß, dass ich diese Gesundheit nur befreien muss aus ihren Verwicklungen. Das heißt, je mehr ich mich entwickle, desto gesünder werde ich. Ich spüre, dass ich meine Gesundheit erlange. Ich spüre, dass ich jedes Ziel erreiche. Ich spüre, dass der Erfolg mir folgt. Ich bin mir selbst genug, denn ich bin wunderbar. Ich bin mir selbst genug, denn ich bin fantasievoll. Ich bin mir selbst genug, denn ich bin zärtlich. Ich bin mir selbst genug, denn ich bin schön. Ich bin mir selbst genug, denn ich bin intelligent. Ich bin mir selbst genug, denn ich bin gesund. Ich bin mir selbst genug, denn ich bin ich. Ich bin Energie und Leben und Gesundheit. Ich bin Energie und Leben und Gesundheit. Ich bin Energie und Leben und Gesundheit. Ich liebe jeden Tag auf dieser Erde. Und je mehr ich meine Tage liebe, desto schöner werden sie. Ich liebe jeden Gedanken in meinem Kopf. Und je mehr ich meine Gedanken liebe, desto kraftvoller werden sie. Ich liebe meine Gesundheit. Und je mehr ich meine Gesundheit liebe, desto stabiler wird sie. Ich akzeptiere das, was ist. Jede Krankheit, die ich akzeptiere, fühlt sich von mir gehört. Und dadurch wird diese Krankheit zu meinem Freund. Und wenn ich diesen Freund darum bitte, dann zieht er sich zurück. Meine Gesundheit ist stark, unendlich stark. Meine Gesundheit trotzt allen Stürmen. Meine Gesundheit kommt immer wieder auf die Beine. Und je stärker ich an meine Gesundheit glaube, desto stärker wird sie. Ich heile mich selbst, weil ich daran glaube. Ich heile meinen wunderbaren Körper. Ich heile meine wunderbare Seele. Ich werde immer, immer gesünder. Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Ich fühle mich stark in meiner Haut. Ich liebe meinen Körper. Ich liebe meine Gedanken.
Ich liebe mein Leben. Ich liebe meine Gesundheit. Ich bin glücklich und gesund. Ich bin glücklich und gesund. Ich bin glücklich und gesund. Und jetzt hast du dich gut vorbereitet auf den entscheidenden Moment. Du bist ins Tal hinabgestiegen und du stehst jetzt vor dieser wunderbaren, vor dieser silbern, sprudelnden und glitzernden Quelle. Hör einmal zu, wie diese Quelle rauscht und wie sie dir Geschichten aus dem Innern der Erde erzählt, aus der Mitte der Erde, woher alles Leben kommt. Und wenn du genau hinhörst, dann wird dir auffallen, diese Quelle will dir etwas mitteilen, sie will dir etwas Wichtiges sagen, wie du deine Gesundheit fördern kannst. Hör jetzt ganz genau hin, was dir diese silberne, sprudelnde Quelle flüstert, welchen Rat sie für dich hat, wie du deine Gesundheit am besten erhalten oder wiederherstellen kannst. Denk dran, dieser Rat kommt aus der Mitte der Erde und er ist hundertprozentig richtig. Nimm dir jetzt etwas Zeit, auf diesen besten Rat zu hören. Nun hast du diesen Rat der Quelle empfangen und nun kannst du den nächsten Schritt gehen. Schau dir diese Quelle an, ihr silbernes Sprudeln, ihre vollkommene Reinheit, ihre große Kraft, die sie aus der Mitte der Erde zu dir trägt. Und jetzt beug dich hinab zu dieser Quelle und führe eine Hand in ihr Wasser. Stell dir genau dieses Gefühl vor, wie deine Hand ins Wasser der Quelle deiner Gesundheit eintaucht. Und je bewusster du dieses Wasser der Quelle der Gesundheit wahrnimmst, desto mehr wirst du merken, wie sich eine wunderbare, eine blau strahlende Kraft in deinem ganzen Körper ausbreitet. Achte darauf, wie der Ball dieser Kraft durch deinen Körper rollt, wie er durch deinen Arm in die Schulter rollt, wie er von der Schulter über deinen Nacken zum Kopf rollt, wie er alles mit diesem Strahlen, mit dieser positiven Gesundheitsenergie erfüllt, wie er weiter rollt durch die andere Schulter, wie er durch deinen Brustkorb rollt, durch den rechten Arm rollt bis zu deiner rechten Hand und sie mit der Energie der Gesundheit füllt, wie er durch deinen linken Arm rollt bis zur Hand und auch hier diese blaue, diese wunderbar leuchtende Energiespur deiner Gesundheit zieht.
und beobachte nun, wie dieser blaue Quellenball der Gesundheit durch deinen Bauch, durch deinen Unterkörper rollt und wie er durch das rechte Bein rollt und das linke Bein. Und überall spürst du diese positive, diese strahlende, diese uneingeschränkte Energie deiner eigenen Gesundheit. Und falls du zu Beginn dieser Meditation an irgendeiner Stelle deines Körpers einen Schmerz oder ein Zwicken gespürt hast, dann achte jetzt ganz genau darauf, wie dieses Gefühl von diesem blauen Ball einfach weggerollt wurde. Wie du dort, wo das andere Gefühl war, jetzt auf einmal diese Energie und dieses Strahlen und diese Reinheit aus der Mitte der Erde spürst. Und all diese Energie, die du da spürst, das ist deine eigene Energie. Denn du bist ein Kind dieses Universums. Du bist ein Teil dieser Erde. Und deine Kraft sprudelt wie das Wasser aus den Quellen dieser Erde. Und wann immer es dir gelingt, auf das Wasser der Heilung zuzugreifen, wann immer du es schaffst, mit dieser großen Energie in Kontakt zu treten, wann immer das gelingt, geht es dir sofort in der Sekunde besser. Es geht deinem Körper besser. Es geht deinem Geist besser, denn du spürst diese blaue Energie, diesen Ball, der durch deinen Körper rollt. Diesen blau strahlenden Ball, der auf deine Gedanken abfärbt und der dir den Glauben verschafft, die Gewissheit verschafft, dass du alles heilen kannst, wenn du nur deine Selbstheilungskräfte nutzt, wenn du nur daran glaubst, dass du die Heilkraft in dir selber aktivieren kannst. Wenn du magst, leg dich jetzt an den Rand dieser Quelle und höre dieser Quelle beim Sprudeln zu und stell dir dabei vor, wie wunderbar es ist, dass du in Verbindung stehst mit allem, mit dem Himmel, mit dem Universum, mit dem Wind und mit dem Wasser, das aus der Mitte der Erde sprudelt. Du bist nicht allein. Du bist ein Teil dieser großen, dieser mächtigen Welt. Und wie diese Welt aus jeder Nacht wieder einen Morgen macht, wie diese Welt aus jedem Winter wieder ein Frühjahr macht, so kannst du aus jedem nicht so schönen Zustand wieder Gesundheit machen und Wohlbefinden machen. Und damit dir das leicht fällt,
damit du immer wieder den Zugriff auf die Quelle deiner Gesundheit findest und damit du deine Gesundheit erhalten und fördern kannst. Deshalb lohnt es sich, dass du dir jetzt noch etwas Zeit nimmst, um noch einmal die Affirmationen für deine Gesundheit zu hören. Lass diese Affirmationen auch gern dann weiterlaufen, wenn du jetzt zum Beispiel einschläfst oder etwas ganz anderes tust. Denn diese Affirmationen erreichen dein Unbewusstes. Das heißt, sie wirken auch dann, wenn du ihnen nicht bewusst zuhörst. Sie werden dich und deine Gesundheit stabilisieren. Also, bleib am Rand der Quelle. Wenn du magst, kannst du deine Hand in ihr lassen. Wenn du magst, kannst du sogar einen Schluck Wasser trinken. Und derweil, während du in dieser wunderbaren Gesellschaft bist, derweil denkst du die folgenden Affirmationen mit, so oft, wie du magst. Und je länger du es tust, desto mehr wird deine Gesundheit davon profitieren. Und los geht's. Mein Körper ist ein Wunder der Natur. Mein Körper verfügt über ein eigenes Heilprogramm. Ständig erneuern sich meine Zellen. Ständig erneuern sich meine Gedanken. Mein Körper stellt sich wieder her. Mein Körper heilt jeden Schnitt im Finger. Meine Haut erneuert sich. Meine Haare erneuern sich. Meine Gesundheit erneuert sich. Alles an mir erneuert sich. Mein Körper schüttelt jede Erkältung ab. Mein Immunsystem ist mein persönlicher Leibwächter. Mein Immunsystem wehrt Angriffe zuverlässig ab. Ich bin beschützt, egal was kommt. Ich werde geheilt, egal was kommt. Und je mehr ich an meine Heilung glaube, desto heiler werde ich. Meine Gedanken sind die beste Medizin der Welt. Ich bin so gesund, wie ich es glaube. Ich bin so gesund, wie ich es brauche. Meine Gedanken können meinen Körper heilen. Meine Gedanken können meine Seele heilen. Meine Gedanken können mir vollkommenen Frieden schenken. Ich lebe in Frieden mit meinem Körper. Ich lebe in Frieden mit meiner Vergangenheit. Ich lebe in Frieden mit meiner Zukunft. Ich gebe mich ganz der Gegenwart hin. Ich bin der Moment. Ich bin das Glück. Ich bin Gesundheit von Kopf bis Fuß. Ich bin Gesundheit von Kopf bis Fuß. Ich bin Gesundheit von Kopf bis
Fuß. Ich bin ein Wunder auf zwei Beinen. Ich genieße es, der Mensch zu sein, der ich bin. Ich mag mein Leben. Ich mag meine Freunde. Ich mag mich selbst. Ich schaue mich gern im Spiegel an. In meinen Augen spiegelt sich die Sonne. In meinen Augen spiegelt sich das Glück. In meinen Augen spiegelt sich die Welt. Mein Leben ist das kostbarste Geschenk von allen. Mein Leben ist ein Geschenk, das aus ganz vielen Tagen besteht. Jeden neuen Morgen genieße ich als Geschenk. Jeden neuen Tag genieße ich als Geschenk. Jede Sekunde, jede einzelne genieße ich als Geschenk. Ich bin dankbar. Ich bin mutig. Ich bin demütig. Demut ist eine Form des Mutes, die meiner Seele gut tut. Ich habe eine gesunde Haltung zum Leben, deshalb stärkt das Leben meine Gesundheit. Meine Gesundheit ist stark wie ein Gebirge. Meine Gesundheit ist durch nichts zu erschüttern. Alles prallt ab an meiner Gesundheit. Ganz egal, womit ich kämpfe, ich werde diesen Kampf gewinnen. Mein Körper ist mein Leibwächter. Mein Körper passt auf mich auf. Meine Gedanken behüten mich. Meine Gedanken passen auf mich. Ich bin stark. Ich bin behütet. Ich bin in vollkommener Sicherheit. Das Leben passt auf mich. Das Universum behütet mich wie einen Schatz. Meine Gesundheit ist ein Schatz. Mein Leben ist ein Schatz. Ich bin ein Schatz, ein kostbarer Schatz. Und diesen Schatz weiß ich zu schätzen. Ich bin reich beschenkt mit Gesundheit und auch sonst. Ich bin reich beschenkt mit Gesundheit und auch sonst. Ich bin reich beschenkt mit Gesundheit und auch sonst. Ich habe es verdient, erfolgreich zu sein. Ich habe es verdient, glücklich zu sein. Ich habe es verdient, gesund zu sein. Ich bin ein Glückskind. Ich bin ein Liebling der Götter. Ich bin am Leben. Und weil ich am Leben bin, ist das Leben in mir. Ich bestehe aus Leben. Das Leben fließt durch meine Adern. Das Leben denkt in meinem Gehirn. Das Leben pulsiert in meinem Herzen. Das Leben erfüllt mich vom Scheitel bis zur Sohle.
Ich bin das Leben. Ich bin die Ewigkeit. Ich bin pure Energie. Ich bin mehr als mein Körper. Ich bin mehr als mein Geist. Ich bin ewiges Bewusstsein. Ich bin Heilung. Ich bin Gesundheit. Ich bin Teil dieser großen, dieser ewigen Welt. Ich bin Teil des Himmels. Ich bin Teil der Meere. Ich bin Teil des Windes. Und der Gedanke, ein Teil der Welt zu sein, erfüllt mich mit einer unendlichen Kraft. Ich spüre etwas Unvergängliches in mir. Ich spüre, dass ich auf der sicheren Seite bin. Ich spüre, dass ich gesund sein kann. Ich spüre, dass ich mich selber heilen kann. Ich spüre, dass alle Gesundheit der Welt in mir ist. Und ich weiß, dass ich diese Gesundheit nur befreien muss aus ihren Verwicklungen. Das heißt, je mehr ich mich entwickle, desto gesünder werde ich. Ich spüre, dass ich meine Gesundheit erlange. Ich spüre, dass ich jedes Ziel erreiche. Ich spüre, dass der Erfolg mir folgt. Ich bin mir selbst genug, denn ich bin wunderbar. Ich bin mir selbst genug, denn ich bin fantasievoll. Ich bin mir selbst genug, denn ich bin zärtlich. Ich bin mir selbst genug, denn ich bin schön. Ich bin mir selbst genug, denn ich bin intelligent. Ich bin mir selbst genug, denn ich bin gesund. Ich bin mir selbst genug, denn ich bin ich. Ich bin Energie und Leben und Gesundheit. Ich bin Energie und Leben und Gesundheit. Ich bin Energie und Leben und Gesundheit. Ich liebe jeden Tag auf dieser Erde. Und je mehr ich meine Tage liebe, desto schöner werden sie. Ich liebe jeden Gedanken in meinem Kopf. Und je mehr ich meine Gedanken liebe, desto kraftvoller werden sie. Ich liebe meine Gesundheit. Und je mehr ich meine Gesundheit liebe, desto stabiler wird sie. Ich akzeptiere das, was ist. Jede Krankheit, die ich akzeptiere, fühlt sich von mir gehört. Und dadurch wird diese Krankheit zu meinem Freund. Und wenn ich diesen Freund darum bitte, dann zieht er sich zurück. Meine Gesundheit ist stark, unendlich stark. Meine Gesundheit trotzt allen Stürmen. Meine Gesundheit kommt immer wieder auf die Beine.
Und je stärker ich an meine Gesundheit glaube, desto stärker wird sie. Ich heile mich selbst, weil ich daran glaube. Ich heile meinen wunderbaren Körper. Ich heile meine wunderbare Seele. Ich werde immer, immer gesünder. Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Ich fühle mich stark in meiner Haut. Ich liebe meinen Körper. Ich liebe meine Gedanken. Ich liebe mein Leben. Ich liebe meine Gesundheit. Ich bin glücklich und gesund. Ich bin glücklich und gesund. Ich bin glücklich und gesund.